Heute gibt's einen süßen Gruß aus der Radio Grün-Weiß Küche und dieser süße Gruß ist ein typisch österreichisches Gericht, nämlich der Kaiserschmarrn. Und der soll ja auch Kaiser Franz Josef bereits ganz gut geschmeckt haben. Was ganz wichtig ist, der Kaiserschmarrn ist ein ganz einfaches Gericht. Wir brauchen auch nicht viele Zutaten. Was brauchen wir? 200 Gramm Mehl, 300 Milliliter Milch, 30 Gramm Zucker, 4 Eier, eine kleine Prise Salz, eine kleine Handvoll Rosinen, etwas Staubzucker am Schluss dann zum Bestreuen und zum Rausbacken, je nach Geschmack, etwas Butter oder auch Schmalz, kann man auch nehmen, wird auch ganz gut. Zuallererst beim Kaiserschmarrn die Eier trennen, also die Dotter und das Eiweiß. Das Eiweiß schlagen wir zu Schnee mit einer kleinen Prise Salz, die restlichen Zutaten einfach miteinander vermengen und dann den Schnee vorsichtig unterheben. Das ist wichtig, dass der Kaiserschmarrn fluffig wird. Die Butter oder das Schmalz eben in einer Pfanne erhitzen und dann gießen wir auch schon die Masse rein, streuen die Rosinen drauf, lassen das Ganze leicht anbacken, wenden das Ganze, lassen es wieder leicht anbacken und dann kommt der Clou für einen richtig guten, echten österreichischen Kaiserschmarrn. Das Ganze kommt nämlich ins Backrohr bei 180 Grad Umluft, circa 10 Minuten und wenn der Kaiserschmarrn dann goldbraun ist, mit einer Gabel zerteilen, Staubzucker drauf, Mahlzeit.